Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. In dem heutigen Video möchte ich auch näher auf dich und deine Zwillingsflamme eingehen. Wie sind die Energien gerade im Moment? Heute an dem 7., denn wir haben auch den letzten Portaltag. Der letzte Portaltag an diesem Portalzyklus, also von 10 Tagen. Und wie du auch weißt, die Portaltage haben eine ganz besondere Auswirkung auf uns. Denn wir haben auch wirklich die Möglichkeit, seelisch zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Heute ziehe ich auch für dich 4 Karten aus dem Witch Lenormand Karten. Und bald werde ich dir auch noch mal eine große, ausführliche Legung machen. Ich freue mich auf dich. Konzentriere dich und wir schauen jetzt hier in diesen Karten hinein. Wie sind die Energien zurzeit? Ich lasse mich intuitiv führen. Oh, 2 habe ich sogar schon gezogen. Und werde ich auf die Karten näher eingehen. Wunderbar. Denn es geht wirklich darum, dass wir dann die Energien auch erfassen. Wenn du eine persönliche Beratung möchtest, freue ich mich sehr auf dich. Schreibe mir einfach eine E-Mail. Oder ja, nutze jetzt den heutigen Tag zu dem Gewinnspiel, denn wir haben heute ein Gewinnspiel, wenn du dieses Video mit Hashtag Zwillingsflamme kommentierst, das Video teilst, den Kanal abonnierst und natürlich auch dieses Video likest, dann hast du die Möglichkeit an eine 15-minütigen Gewinnspiel, also 15-minütige Beratung mit mir teilzunehmen. Also Kartenberatung 15 Minuten mit mir. Verpasse nicht diese Chance. Ich habe hier 4 Karten bekommen. Es ist so heiß, wir haben Sommer. Es ist wirklich so, so schön heiß. Und es geht auch wirklich darum, ja, wie fühlt deine Zwillingsflamme? Ich habe hier wirklich das Glück. Also das Glück ist hier, wie du siehst, an dem Kleeblatt hier. Also überall fühlt er sich glücklich, wenn er an dich denkt. Also das erfüllt sein Herz mit Glück. Er fühlt sich in Leichtigkeit. Er fühlt sich getragen. Er hat dieses glückseelische Gefühl. Das ist also eine sehr, sehr hochschwingende Karte. Und das finde ich schon mal wirklich wundervoll. Also das siehst du hier. Das entwickelt sich also wirklich, wirklich wunderbar. Und was sehe ich denn jetzt hier? Der ist wirklich glücklich. So das Gefühl habe ich. Ich habe aber auch hier wirklich den Universum. Der Universum symbolisiert hier, dass der Universum gut für euch beide sorgt. Und wenn ihr noch nicht zusammen seid, dass ihm das auch wirklich leid tut. Denn der Universum sendet ihm auch Zeichen. Auch hier sehe ich ein Zeichen in dieser Karte. Denn das sind nicht nur Sterne und nicht nur der Universum. Sondern schau mal einfach, das ist wirklich eine Spirale. Und auch wirklich, alles entwickelt sich so aus der Mitte heraus. Und also auch mit euch war das so, ihr habt euch begegnet und das hat sich entwickelt. Und vielleicht seid ihr jetzt auch gerade in der Separation, aber trotzdem ist er glücklich, dass ihr euch begegnet seid. Und trotzdem tut es ihm leid, dass er sich jetzt weiter so von dir entfernt hat. Denn du bist wirklich hier so seine Nummer 1. Also ich sehe dich hier in deine Strahlkraft, wie wundervoll sich das anfühlt, wie wundervoll das aussieht. Und schau mal, auch du hältst vor deinem Herzen hier ein Stück weit das Universum fest. Du hältst hier die Planete, du hältst hier die Sonne, der Mond, alles ist da vor deinem Herzen. Du bist gut verbunden mit dem Universum und das nimmt er auch wirklich dein Zwillingsflamme wahr. Zwillingsflammen sind göttlich geführte Verbindungen, denn die sind wirklich eine Seele
die in zwei Körper sind und ihr seid wirklich über das höhere Selbst miteinander verbunden. Also deine Zwillingsflamme kannst du auch nicht anlügen, denn er wird genau deine Informationen auch wirklich immer erfassen, wenn du etwas denkst, wenn du etwas sagst. Deswegen bitte ich dich auch wirklich da positiv zu sein, dass du keine negativen Gedanken hast. Ich sehe jetzt hier wirklich noch den Hund. Der Hund symbolisiert hier für mich die Treue, die Loyalität, alles überhaupt. Und das finde ich großartig. Und es geht auch wirklich darum, dass ihr auch euch selber auch treu seid. Und auch wenn es ihm leid tut, trotzdem ist er dir in seiner Seele, in seinem Bewusstsein treu. Ich wünsche dir einen wundervollen Portaltag, komm gut durch diesen Tag und sei auch das nächste Mal dabei. Bis bald!